Okay, Monte hat gewonnen, das bedeutet, wir gucken uns Monte an. Also zu viel Werbung, können wir uns seit langer Zeit jetzt schon passieren natürlich auch im Hintergrund. Ja, Baku Sachen, macht das in der Zeit. Manchmal mehr mitbekommt, manchmal weniger mitbekommt. Oftmals sind Sachen, die ihr im Hintergrund, also die ihr nicht so mitbekommt, die im Hintergrund passieren, meistens negative Sachen. Oder es kann natürlich auch Sachen sein wie Projekte, die man plant und dann, wenn sie am Start sind, für euch rausbringt. Aber also jetzt nur mehr als 1,5 Jahren. Corona hat da natürlich noch eine große Rolle gespielt. Geh mir so ein bisschen die Behörden auf den Sack, beziehungsweise nee, nicht speziell also mir, mir natürlich auch, aber dadurch, dass Twitch, YouTube und alles, was dazugehört, Instagram, immer mehr in den Vordergrund rückt und auch immer mehr Fernsehen ablöst, wird es auch immer präsenter bei Vater Staat, beziehungsweise bei den dazugehörigen Behörden. Ich denke, ein gutes Beispiel ist, und ich würde mir auch wünschen, dass das, falls es hochgeladen wird, danke schön für die 50 maximale Aufmerksamkeit vielen bekommt. Dank. Und dass man vielleicht auch da als Streamer, YouTuber, dass man da Hand in Hand geht und da irgendwas gegen unternimmt, weil es kann einfach nicht mehr so weitergehen, Digga, finde ich. Alles hat so ein bisschen damit angefangen, für mich persönlich, war dieses eine Thema mit Werbung richtig kennzeichnen. Dass man Werbung richtig zu kennzeichnen hat, da bin ich 100% bei den dazugehörigen Behörden. Auch ich habe es in der Vergangenheit mal vergessen oder nicht gemacht. Aber dann fing es damit an, wo ich mich schon an den Kopf gefasst habe und gemerkt habe, dass da Leute sitzen und über mich, über meine Zukunft und über viele andere entscheiden, dass es damit anfängt, dass man alles auf einmal als Werbung markieren sollte. Das heißt, nur mal als ganz dummes Beispiel, das hört sich auch richtig dumm an, aber es ist leider die Realität. Ich mache mit, nennen wir jetzt einfach mal als Beispiel, Trimax. Ich mache mit Trimax Instagram-Story, wie er in meinem Lamborghini sitzt. Ich filme ihn, markiere. Crime is not a crime, ja stimmt, das kommt noch als nächstes. Verlangt, beziehungsweise wurde von den Influencern, die so etwas machen, verlangt, betitelt. Hashtag Werbung. Weil ich ihn ja. Der Support sei mal krank, auf jeden Fall. Und für ihn werbe. Wirklich heftig, danke euch, wirklich. Eine Instagram-Story. Yo, moin hier, ich bin gerade am Livestream. Und ganz dumm gesagt, an meinem Monitor, man sieht, sagen wir jetzt einfach mal hier das Asus-Logo. Und das soll ich als Werbung kennzeichnen, weil man einen Markenname sieht. Ich bin bei Metzger Lesser. Axel, moin. Metzger, wo ich sehr gerne essen gehe. Essen. Poste meine Bolognese-Soße, meine Bolognese-Portion. Dahinter steht eine Flasche Cola. Ich poste das Bild, gerade am Essen. Poste das bei Instagram. Ich soll das markieren als Werbung, weil man die Cola-Flasche sieht. Das heißt, ich muss alles als Werbung markieren. Ist mittlerweile nicht mehr so, glaube ich zumindest. Aber das stand lange Zeit im Raum. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, und das machen immer noch viele Influencer, die markieren alles als Werbung. Unbezahlte Werbung hier, bezahlte Werbung da, alles ist Werbung bei denen. Aber es ist keine Werbung, dass sie dafür Geld bekommen, sondern sie sind einfach völlig verunsichert, weil sie gar nicht mehr selber wissen, was sie jetzt als Werbung kennzeichnen sollen, was nicht. Also machen sie alles. Das hat im Umkehrschluss zur Folge, dass für niemanden mehr transparent ist, was ist jetzt eigentlich wirklich Werbung und was nicht. Da habe ich schon gedacht, Digga, da fühlt man sich ein bisschen veräppelt. Das war jetzt nur eine Einleitung. Und jetzt kommen wir zu dem, was mir schon seit langer Zeit... Ich muss sagen, das kenne ich, das habe ich jetzt so selber noch nicht weiter mitbekommen, dass ich das jetzt irgendwie als Werbung kennzeichnen muss. Aber gerade in so großen Bereichen ist das schon mega schwammig, ne? Weil wenn du dich damit strafbar machst, wirst du locker mal einen fünfstelligen Betrag los. Und deswegen ist das schon relativ asozial, dass nicht eindeutig ist, ja, wie geht man jetzt damit um? Welche Werbung muss man kennzeichnen und wie muss man was kennzeichnen? Es gibt auch einen Unterschied, ob da steht, unterstützt durch Produktplatzierung und einfach nur Werbung oder Dauerwerbesendung. Das ist absolut beschissen, ist das. Sage ich euch so, wie es ist. Weil wenn du etwas richtig bewirbst, dann musst du Werbung hinschreiben. Wenn du etwas bekommst, also ein Produkt bekommst, aber du bekommst kein Geld dafür, dann ist das unterstützt durch Produktplatzierung beispielsweise. Also richtig, richtig weird. Anstatt das einfach einheitlich zu machen, dass man überall einfach Werbung hinschreibt, wisst ihr? Und da gibt es immer nochmal so viele Extra-Regelungen, die du nochmal beachten musst. Das ist, ach, keine Ahnung, Mann. Ich finde das wirklich beschissen. Weil Kopfschmerzen macht, was sich durch Corona verschoben hat. Und das nennt sich Rundfunklizenz. Ein Vertrag, der vor, ich werfe jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum, ein Medienstaatsvertrag, der vor 20 Jahren, 30 Jahren, lass es 20 Jahre, 15 Jahre sein, entworfen worden ist für TV- und Radiosender. Der Asbach uralt ist. Wann wurde der entworfen? Am 3.4.87. Laut meinem Twitch-Chat gerade. Wenn das Datum stimmt, dann ist der 33, 34 Jahre alt. Ein Vertrag, der dazu da ist, zu bestimmen,
wie und was im Fernsehen erlaubt ist, gekennzeichnet werden soll und. Und soll ich euch was erzählen? Dieser veraltete Vertrag wird jetzt gegen mich angewendet und wenn ich den nicht unterschreibe, darf ich nicht mehr streamen. Ich werde als TV-Sender gesehen. Ein TV-Sender, der 24/7 jeden Tag, 365 Tage im Jahr, 24/7 Content liefert und ich werde als TV-Sender gesehen. Es geht vielen anderen auch so. Ich weiß beispielsweise Pete, Smeet, Gronkh, die mussten auch eine Rundfunklizenz beantragen. Und ich weiß, für viele, ich hoffe nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass einige jetzt sagen, was haust du so rum? Du verdienst mit dem, was du machst, hast du viel Geld. Warum beschwerst du dich noch? Für die Leute kann ich an der Stelle nur sagen, bitte schaltet ab, schaut euch ein anderes Video an oder einen anderen Stream. Ich kriege es einfach nicht in meinen Kopf rein, warum ein Asbach-uralter Vertrag gegen eine Neuzeitgeneration angewendet wird, nämlich Livestreaming, wo ganz offensichtlich ist, dass diese Verträge oder diese Rundfunklizenz, die von 87 anscheinend ist, gegen Leute im Jahr 2020, 2021, 2019 angewendet wird. Das ist eine absolute Frechheit, Digga. Es geht nicht darum, was diese Rundfunklizenz kostet. Es geht darum, was da drin steht, Digga. Was steht im Vertrag? Ja. Das sind gefühlt 50 Seiten. Die jetzt alle euch vorzutragen, wäre etwas langwierig. Und soll ich euch jetzt etwas sagen? Ich habe kein Problem damit, mich an Gesetze und Regeln zu halten. Und ich habe auch kein Problem, in irgendeiner Art und Weise anders gesehen zu werden von dem Vaterstaat als jemand, der mit 10 Zuschauern streamt. Okay, kann ich irgendwie noch verstehen. Und dass ich alle mehr Verantwortung habe, weil mir so viele Zuschauer zugucken, kann ich auch verstehen. Ist alles gut. Aber was ich nicht verstehen kann, warum ein Vertrag, der über 30 Jahre alt ist, über das bestimmt, was ich jetzt mache, obwohl für jeden ganz offensichtlich klar ist, dass dieser Vertrag veraltet ist und dringendst überarbeitet werden sollte für Leute wie mich, die in einer neuen Generation etwas Neues machen, aber immer noch mit alten Gesetzen. Das stimmt allerdings. Check ich auch nicht ganz. Vor 34 Jahren wusste man nicht, dass es Twitch jemals geben wird, dass Livestreaming jemals so groß werden wird. Ja. Und jetzt wenden die auf Livestreamer plötzlich dieses Gesetz an, um ihn als TV-Sender sozusagen zu sehen. Komme ich auch nicht ganz dahinter und ich weiß auch nicht, ab was für eine Größe man dann eigentlich erst ein TV-Sender ist. Ab was für eine Größe oder ab wann ist man dazu verpflichtet, solche Lizenzen zu bezahlen? Das ist gerade die Frage, die ich mir halt stelle. 20.000 durchschnittlichen Zuschauern? Ja, aber dann müsste ja Pete Smeet, müsste ja nicht müssten die ja keine... müssen ja nicht diese Gebühren zahlen, weißt du? Oder die Lizenz zahlen. PeteSmeet hat auch keine 20.000 durchschnittlichen Zuschauer. Also es würde mich extrem wundern, wenn die 20.000 hätten. Konfrontiert werden. Ich war gestern so ganz, ganz kurz davor, Gruß und Kuss an meine beiden Geschäftspartner, die gestern bei mir waren. Allotrix war dabei. Allotrix ist mein Zeuge. Ich habe gestern so weiche Sätze zu meinen Geschäftspartnern gesagt. Nee, das war's. Ich höre auf zu streamen. Ich unterschreibe das nicht, Digga. Und wer mich ein bisschen verfolgt, weiß, dass Twitch mein Leben ist, Digga. Ich mache das seit 8 Jahren, ohne Pause. Außer ich kriege einen Twitch-Bann oder das Internet streikt. Ich mache das seit 8 Jahren, das ist mein Leben, Digga. Und jetzt könnt ihr vielleicht verstehen, warum ich gestern, obwohl mein alter Buddy Allotrix, den ich 5 Jahre nicht gesehen habe, als er hier war, warum ich gestern bei jeder Kleinigkeit pissig war, salzig war, weil mein Gemütszustand gestern einfach weg war. Der war nicht mehr vorhanden. Chat, ich war gestern... Und das sag ich nicht, um euch Angst zu machen oder um meinen Geschäftspartner Angst zu machen. Ich war gestern mit dem Gedanken cool, nicht mehr zu streamen. Für was weiß ich wie lange. Und wer das nicht verstehen kann, der kann es halt nicht verstehen. Über mich als Streamer wird mit einem Gesetz entschieden, was 30 Jahre alt ist. Ich verstehe das, dass der angepisst ist, definitiv. Aber ich glaube, diese Lizenz kostet... Wie viel kostet die? 10.000 Euro im Jahr? Ich weiß gar nicht, wie viel kostet die im Jahr? 10.000 pro Jahr, ne? Habe ich auch so mitbekommen. Das ist ein kleiner Shopping-Stream von ihm. Da haut der teilweise 10.000 Euro raus. Ob du dann die Lizenz bezahlst für 10.000 Euro oder den einen Stream 10.000 Euro für Shopping-Zeug ausgibst, wo eine Unterhose 100 Euro kostet oder so. Also sicherlich geht es bei Monte ums Prinzip, definitiv. Aber deswegen sein Hauptberuf, das, was der, womit er auch so viel Geld verdient, das aufzugeben, weil es ihm ums Prinzip geht, das würde ich im Leben nicht machen. Ja? Man weiß auch nicht, was dort alles drinsteht. Also wenn dort jetzt drinsteht, du musst 10.000 Euro zahlen, dann kannst du ganz normal weiter streamen, wie es sonst so ist. Ich glaube, Monte würde dann auch sagen, ja, okay, dann mache ich das. Und da würde er gar nicht großartig zweifeln, aber wahrscheinlich steht in dem Vertrag noch mehr als nur, du darfst noch weiter streamen. Offen worden ist, ach so, nur, es gefühlt noch kein Internet gab, das geht nicht in meinen Kopf rein, Digga. Und ich habe oftmals gemerkt, ob es jetzt Steuern waren, beim Finanzamt,
Behördengänge, Gewerbe hier, Gewerbe da. Ich habe oft gemerkt, dass die Leute, die dort arbeiten, das genauso wenig verstehen wie ich. Und dass die deutschen Gesetze sehr langwierig sind und sehr, mit sehr viel Bürokratie verbunden ist. Das habe ich gemerkt und gelernt. Und ich war cool damit, Digga. Weil ich trotzdem mein Ding machen konnte und mir niemand da reingeredet hat. Ich musste oft bittere Pille schlucken, aber am Ende war alles okay so. Es war mit Kopfschmerzen verbunden. Unterschrift hier, Papierkram da. Als ich da nochmal mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich einfach den Glauben an Deutschland verloren, Digga. Es sind nicht die über 50% Steuern, die mich mittlerweile überlegen lassen, abzuhauen, obwohl ich mir gerade erst ein Haus gekauft habe. Es sind diese behördlichen Sachen, die einem immer wieder Steine in den Weg legen, wo du dir an den Kopf fässt und dir einfach denkst, das kann doch nicht sein. Das sind die Punkte, die mich am Ende dazu wirklich, wo man wirklich ernsthaft überlegt, Digga, scheiß auf alles, ich will hier nur noch weg. Ich will einfach... Verstehe ich, dass man gerade in seiner Position, nur weil er der größte Livestreamer ist, dann irgendwelche Probleme bekommt und er nicht weiß, was er da jetzt machen soll, weil er möchte ja seine Streams einfach so durchführen. Verstehe ich, dass er mit den Gedanken spielt, vielleicht auszuwandern. Ja, völlig zu Recht. Und das nur, weil irgendein Gesetz greift, was vor 34 Jahren beschlossen wurde, wo es Livestreaming noch nicht mal gab. Also auch so eine Sache verstehe ich zu 0% und verstehe ich auch Monte. Man weiß halt jetzt nicht, was in dem Vertrag drinsteht. Ne? Das würde einem schon mal interessieren, inwiefern er dann eingeschränkt ist. Ja, also auf was er dann alles achten muss. In Ruhe mein Ding machen. In Ruhe streamen, in Ruhe Videos produzieren und keinen Vertrag unterschreiben, der über 30 Jahre alt ist und entworfen worden ist, wo das Internet und Streaming gar nicht bekannt waren. Und ich möchte es euch nur noch mal ganz kurz verdeutlichen. Ich war gestern an dem Punkt zu sagen... Dazu kommt dann auch noch, dass du einen Jugendschutzbeauftragten brauchst und. Ach du Scheiße. Stimmt, das kommt auch noch dazu. Ja, aber was macht der so richtig? Das ist jetzt gerade die Frage. Also wozu brauchst du einen Jugendschutzbeauftragten? Also ich habe das auch schon mitbekommen, ja. Das bedeutet, Pizmeet oder auch Gronkh, die haben den Jugendschutzbeauftragten. Ein Käse, Alter. Ein absoluter Käse. Also das checke ich auch zu 0%. Ich schmeiß mein Stream hin. Und da reden wir nicht darüber, dass ich finanzielle Einbußen habe. Ich war gestern davor, mein Leben wegzuschmeißen. Mein Stream, wo ich 8 Jahre meines Lebens für geopfert habe. Alles geopfert. Beziehung, Freunde, alles geopfert. Also Freunde... Eigentlich nicht, weil meine Freunde sind immer noch an meiner Seite, aber ihr wisst, was ich meine. Auch Beziehung. Die Beziehung zu Anna hat war Streaming und YouTube waren ja nicht so gut für. Das wisst ihr. Und es gibt halt auch einfach irgendwie aktuell keine Alternativlösung, Digga. Angenommen, ich würde die Rundfunklizenz nicht unterschreiben, dann würde ich Verwarnung bekommen, dass ich nicht mehr streamen darf. Eventuell würde sogar die Landesmedienanstalt Twitch kontaktieren. Und die beauftragen, dass Twitch meinen Kanal sperrt. Das könnte auch passieren. Ja, das sollte das nicht der Fall sein. Und ich würde den Stream anmachen, obwohl ich laut deutschem Gesetz keine Lizenz dafür habe. Dann drohen mir einmalige Bußgelder in Höhe von bis zu 500.000 Euro. Ich verdiene gut, Digga. Aber so gut nun auch wieder nicht. Da muss der Chat einfach mehr spenden. Ja, Big Mac. Ich glaube, bis dahin ist es ein weiter Weg, dass ich keine Rundfunklizenz... Ich bin jetzt mal gespannt, ob hier dann richtig fette Beträge reinflattern. Aber und in jedem Stream die 500.000 Euro Bußgeld, wenn ich... Das ist natürlich bis zu... Ich glaube, das wäre... Wir haben die Lösung, Digga. Big Mac und ich. So. Gut. Vergessen wir alles. Wir haben die Lösung. Ihr spendet einfach mehr, Digga. Und dann scheiße ich auch da drauf. Wir machen jetzt ein Donation Goal pro Stream. 500.000, damit ich mein Bußgeld bezahlen kann. ganz kurz, kleiner Funfact am Rande. Dann müssten wir aber ein Donation Goal von 1,2 Millionen Euro machen, denn Steuern sind ja Spenden sind ja steuerpflichtig. Nicht nur, dass ich davon Einkommensteuer bezahlen muss, sondern auch noch Gewerbesteuer und am Ende lustigerweise auch da willkommen in Deutschland. Wenn mir jemand 10 Euro spendet, gehen 6 Euro an Vater Staat und 4 Euro in meine Tasche. Was? Also warte ganz kurz, jetzt bin ich gerade, kurz ein bisschen überrascht, warum gehen 4 Euro in seine Tasche? Also er kommt jetzt, was weiß ich, 10 Euro gespendet, außer der meint noch, weil Gebühren noch dazu anfallen. Also bei 10 Euro bekomme ich jetzt an sich eigentlich auch nur 8 Euro, weil nochmal 2 Euro oder so und so viel Prozent gehen nochmal an
Tippestream zum Beispiel, ne? Die behalten sich da auch kurz was ein. Außer man bezahlt das mit Gebühren. Aber sonst ist es eigentlich so, dass der Höchststeuersatz in Deutschland bei 45%. Aber ich glaube nicht, dass du 60%, also 60% davon müsste ich jetzt auch noch nicht bei 60%. Aber es kann schon sein, zwecks Netzwerk, zwecks Gebühren und so weiter, dass dann halt nur 4 Euro ankommen. Ne? Das ist halt, du hast halt, wenn du zu groß bist, ein zu großes Problem. Und ich möchte niemals so groß sein wie ein Monte. Ich bedauere ihn, dass er so eine Reichweite hat. Das ist, also ich wäre niemals neidisch auf Monte. Auch wenn viele sagen, Alter, das Leben, wie krass. Aber wie viele Probleme dazu kommen, wie krass sich das einschränkt. Ne? Schon alleine, man hat eine Wohnung oder man hat sich ein Haus gebaut und die Leute, die liegen deine Adresse. Oh, Alter, ich würde niemals damit tauschen. Jeder macht Auge auf dich. Perfekt, oder? Als kleiner Funfact noch, das kann man auch sehen, wie man möchte. Aktuell ist es so, dass jemand eine Rundfunklizenz braucht, wenn er im Durchschnitt über 20.000 Zuschauer pro Stream hat. Das heißt, würde ich jetzt streamen und hätte im Durchschnitt immer 18.000 Zuschauer, wird mir keiner auf den Sack gehen. Wenn ich aber im Durchschnitt 21.000 Zuschauer habe, also nur 3.000 mehr, dann bin ich auf einmal ein TV-Sender, Digga. Kostet die Lizenz was? Meines Wissens die Lizenz, es geht nicht darum, was die kostet. Ich glaube, die kostet jährlich 10.000 Euro. Für mich jetzt, sind wir mal ganz ehrlich, 10.000 Euro brechen mir keinen Zacken aus der Krone, Digga. Das ist eine VGA weniger, weißt? Das werde ich nicht merken. Es geht nicht darum, was sie kostet, sondern es geht darum, dass ich einen Vertrag unterschreibe, der 50 Seiten dick ist. Darum geht es. Ich sag euch ganz, ganz ehrlich jetzt. Vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, war ich an dem Punkt, wo ich mir gesagt habe, nein, Auswandern kommt für mich nicht in Frage. Ich habe meine Familie hier, ich habe Kylo hier, ich habe meine Freunde hier. Und ich sehe das eigentlich immer noch genauso. Gerade ein Haus gekauft, ich habe einen Kredit genommen von 1 Million Euro, die ich abbezahlen muss. Ich habe viel Geld ausgegeben, um einfach für mein Leben lang in Deutschland meine Ruhe zu haben. So vom, ich habe ein Haus, meine Familie ist hier, mir geht's gut. Seit einigen Monaten mit diesen behördlichen Sachen, die im Hintergrund sind, habe ich wirklich mittlerweile das Gefühl, dass ich kurz davor bin, in den nächsten Monaten, im nächsten halben Jahr zu sagen, nicht, weil ich meine Familie... Hey, Whisky, Bruder, ich grüße dich doch mal länger. Jetzt ist das Ding wie gerade vollzählig. Ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr in Ruhe das machen kann, was heißt in Ruhe, aber dass ich nicht mehr das machen kann im Internet wie vor 2 Jahren, weil immer Klugscheißer mir sagen wollen, wie ich es besser zu machen habe, durch irgendwelche veralteten Gesetze, die 30 Jahre... vor 30 Jahren entworfen sind, da fühlt man sich einfach nicht willkommen und nicht wohl im System von Deutschland. Das wollte ich euch mal ganz kurz mitteilen. Die Geschichte hinter der Story von gestern. Und es tut mir auch wirklich leid für Carsten. Ich habe mit Carsten heute drüber geredet, er konnte das verstehen. Ich war heute viel besser drauf. Ich habe mit Carsten gelacht, wir haben geredet. Aber gestern war eigentlich so ein Tag, Digga, wo ich eigentlich nur drauf gewartet habe, dass es abends ist und ich mich ins Bett legen kann und schlafen kann. Weil im Schlaf fällt man auf zu denken. Zumindest ich. Wenn ich penne, dann träume ich von Mies, ein paar schönen VGAs, Casino, das war's. Und deswegen wollte ich eigentlich gestern nur, dass der Tag zu Ende ist und ich schlafen gehe, Digga. Geht's ja heute besser? Also ich bin immer noch abgefuckt und mental gebrochen von der Situation. Aber es geht mir auf jeden Fall deutlich besser als gestern, ja? Verständlich, ja. Ich kann's komplett nachvollziehen. Ich meine, guck mal, du machst deine Streams und du bist, weil du zu viel Erfolg hast, musst du plötzlich irgendeinen Vertrag unterzeichnen, weil du als Fernsehsender giltst, wo du dich an irgendwelche Auflagen halten musst, die du zu beachten hast. Wenn du die nicht beachtest, dann hast du ein ganz großes Problem und musst wahrscheinlich hohe Strafen zahlen. Also das musst du dir einfach mal vorstellen. Und ich wirklich, also ich wäre niemals gern an Montes Stelle. Ich würde mich nie... Ohne Scheiß, ich finde 10.000 Zuschauer im Durchschnitt ist schon viel zu krank. Für mich persönlich, was glaube ich einfach das gesündeste ist, keine Ahnung, oder das Maximalste wäre für mich so 5.000, 6.000 Zuschauer, das ist schon geisteskrank viel, ne, wenn man das so sieht. Aber alles, was drüber ist, finde ich, das ist einfach nur noch too much. Du kannst das auch gar nicht mehr in Relation setzen, wie viele Menschen das sind, die da gerade live zuschauen. Ich finde 3.000 brutal viel. Ich finde auch 1.000 sau viel, ja. Ich finde auch 2.000 krass viel. Wobei bei 1.000 ist wieder so, wenn du halt mal wieder was, wenn du jetzt ein krasses Thema ansprichst, hast du deine 1.000 Zuschauer. Wenn du dann wieder zockst, hast du trotzdem noch so deine Stammzuschauer, die dann immer noch dabei sind. So,
Das ist eigentlich schon brutal krass, ja. Ich meine, ich habe hier gerade eben 300 Zuschauer und es ist unfassbar heftig, wie viele Leute das sind. Auch 200 Zuschauer sind unglaublich viel und 100 Leute sind unglaublich viel, ne? Also ich schätze das so oder so, dass so viele Leute vorbeischauen und sich den Spaß hier mit reinziehen. Aber dass du dann, wenn du zu viel hast, obwohl du gar nichts dafür kannst, dass du dann deswegen eine Gebühr von 10.000 Euro bezahlst, plus du musst noch einen Vertrag einhalten, wo du null dahinter stehst, das macht deinen Kopf kaputt, ne?